Dies ist ein Experiment, das zwei der unmenschlichsten Systeme in Frage stellt, die wir uns selbst auferlegt haben. Den globalen Finanzmarkt und nationale Grenzregime. Das Experiment ist nur möglich, weil wir in einer Zeit leben, in der Freiheit und Gerechtigkeit auf sehr seltsame Weise definiert werden. In diesem Experiment wollen wir ihre Kräfte gegeneinander ausspielen, um eines dieser Systeme zu hacken. In Europa, einem der Kontinente, der sich der Entwicklung der Sozialphilosophien und der Menschenrechte rühmt, werden Schutzsuchende an den Außengrenzen abgefangen und in Lager gesperrt, die nicht mal das Mindestmaß an Hygiene, medizinischer Versorgung und grundlegender Unterkunft bieten können. Doch dieses Schicksal teilen nicht alle Menschen, die den Schutz der EU suchen. Internationale Kriminelle wie Dmitri Pavlov, den ehemaligen Anführer der Moskauer Mafia Ismailovskaya, oder Pavel Melnikov, die beide im Verdacht stehen, im Finanzverbrechen verwickelt zu sein, ihnen stehen die Türen zur EU weit offen. Beide haben sich goldene Visa gekauft, eine Aufenthaltsgenehmigung, die man im Gegenzug für Investitionen bekommt. Pavlov und Melnikov hatten schlicht genug Geld, um sich das leisten zu können. Die Botschaft an die Welt ist einfach. Wenn ihr reich seid, könnt ihr in der Europäischen Union Menschenrechte genießen. Wenn nicht, lassen wir euch ertrinken oder stecken euch in ein Gefangenenlager. PolitikerInnen benutzen diese Schutzsuchenden wiederum als Einsatz bei den Verhandlungen mit Anrainerstaaten. Ihr Leben wird zum politischen Pfand fürs Casinospiel im politischen Hinterzimmer. Aber wie wäre es, wenn man einmal bei Casinozockereien auf der GewinnerInnenseite stehen könnte? Hello from EU Borders Camps, I'm Mila de. We might have found a solution to trade the European borders away. We just have to short-circuit national states and the global market. Milad, dessen vollen Namen wir aus Sicherheitsgründen nicht nennen, kam 2019 allein aus Afghanistan nach Europa und blieb auf der Insel Lesbos hängen. Er lebte im EU-Grenzlager, die europäischen Ideale von Freiheit und Gerechtigkeit blieben ihm verwehrt. Nach langen bürokratischen Kämpfen hat er es schließlich nach Deutschland geschafft, nur um dort in einem weiteren Lager zu landen, in dem er nicht arbeiten darf und zum Warten verdammt ist. Ein Ort ohne Perspektiven. Milads Familie hat es bisher nicht in die EU geschafft. Sie sitzen im Iran fest, menschliche Casino-Chips, die auf ihren nächsten Einsatz auf weltpolitischer Ebene warten müssen. Milad will mit uns gegen dieses System vorgehen. There's a crazy art market out there. Well, people are trading with Bitcoin, Ethereum, VAX, and all Bitcoin-like stuff. Which is based on so-called NFTs, or non-fungible tokens. It's a kind of digital certification that you pay with cryptocurrency, like Ethereum. So, let's test its power. Das Experiment geht so. Wir werden NFTs von digitalen Kunstwerken verkaufen, um damit goldene Visa zu finanzieren. International bekannte KünstlerInnen wie Nora Al-Badri, Bitnik, Liat Greiver, Nadine Kolozzi, Jill Senft, Übermorgen, Nushin Yazdani und Yesman haben uns Werke gespendet, um das Experiment in Gang zu bringen. Wer auf ihre Werke bietet, investiert nicht nur in moderne Kunst, sondern gleichzeitig in die Bewegungsfreiheit von Milads Familie. Mit den Gebühren aus jedem Weiterverkauf der Kunstwerke wird weiteres Geld für Menschen gesammelt, die vor Krieg, Arbeitslosigkeit oder der Klimakrise fliehen und einfach nur die Freiheiten genießen wollen, die allen EuropäerInnen offenstehen. Die Einreise in die EU über das goldene Visum ist erstaunlich unkompliziert. Alles, was man mitbringen muss, sind ausreichend finanzielle Mittel, um vor Ort in Immobilien zu investieren. Anstatt also als Geflüchtete in die EU zu kommen, wird Milads Familie als InvestorInnen kommen und das Bruttoinlandsprodukt Portugals steigern, indem sie HausbesitzerInnen werden. Der Preis für europäische Rechte und Visa für zwei Eltern, drei Söhne und eine Tochter liegt bei 452.895 Euro. Auf Golden NFT können Sie jetzt in mehr als Kunst investieren. Pro 452.895 Euro Erlös kommt eine weitere Familie in die EU. With the money we get, we will buy golden visas for my family. And with every resale of the art pieces, we will gather more money for more refugees coming to Europe. We are trading the borders away.
The experiment starts now.